Hi aus der Main-Zaubertopf-Küche. Bei uns gibt es heute einen absoluten Klassiker aus der deutschen Küche und zwar eine super leckere Jägersoße. Und die passt ja echt fast zu allem, egal ob zu Schnitzel, zu Kroketten oder Pommes, zu Rindfleisch, zu Wild, zu Braten. Und bei uns gibt es sie heute vegetarisch mit Spätzle. Verrate uns doch gerne mal in den Kommentaren, wozu du deine Jägersoße am liebsten isst. Für unsere Jägersoße brauchst du natürlich Champignons, Schalotten, Butter, Tomatenmark, Salz und Pfeffer, ein bisschen Sojasauce, ein bisschen Sonnenblumenöl zum Braten, Mehl zum Andicken, Sahne, Rinderfond und für später Spätzle und zum Garnieren noch ein bisschen Petersilie. Und solltest du dir das jetzt nicht alles gemerkt haben, ist das überhaupt gar kein Problem, denn das vollständige Rezept gibt es natürlich wie immer im Zaubertopf-Club. Den Link findest du in der Beschreibung. Wir starten auch schon gleich mit den Schalotten. Die müssen nämlich erstmal zerkleinert werden. Und zwar 5 Sekunden auf Stufe 5. Und bevor ich die jetzt andünste, schiebe ich die erstmal nochmal mit dem Spatel wieder nach unten. Die sind scharf. Nicht, dass ich hier gleich vor der Kamera heule. So, dann kommt Butter dazu und noch ein bisschen Sonnenblumenöl. Und das Ganze dünste ich dann 3 Minuten auf 120 Grad. Solltest du den TM31 zu Hause haben, nimmst du einfach die Varoma-Taste. Die Schalotten sind angeschwitzt und jetzt kommt als nächstes Tomatenmark hinzu und die Champignons. Und jetzt ist es wichtig, dass du den Linkslauf nicht vergisst einzustellen. Und zwar machen wir das Ganze jetzt 5 Minuten. Auf 100 Grad, wie gesagt, den Linkslauf, auf 120 Grad, Entschuldigung, Linkslauf nicht vergessen, weil sonst hast du keine Champignonscheiben mehr und die Sanftrührstufe. Fertig. Boah, das riecht schon wieder so gut. Ich muss ja auch sagen, ich liebe Pilze und hier dieser Geruch von Pilze und Zwiebeln, es riecht so ein bisschen. Kennt ihr es so auf dem Markt, auf dem Jahrmarkt oder so, wo diese Pilzpfanne, wenn es die so gibt, genau so riecht das. Ich bestäube das Ganze jetzt hier einmal mit Mehl und dann wird das nochmal wieder 3 Minuten auf 100 Grad, den Linkslauf wieder einstellen und wieder die Sanftrührstufe nochmal ein bisschen weiter gegart. Dann wässern nämlich die Champignons nicht so doll. Linkslauf nicht vergessen. So. Fertig. Oh, ich habe schon so einen Hunger. So, und jetzt kommt Rinderfond dazu. Und jetzt fällt mir gerade ein, ich habe ja vorhin gesagt, wir kochen vegetarisch. Ist ja natürlich schwachsinnig, wenn wir Rinderfond nutzen. Du kannst es natürlich aber vegetarisch machen und einfach Gemüsebrühe nutzen. Oder einfach Wasser mit der selbstgemachten Gemüsegewürzpaste. Ich persönlich empfehle aber tatsächlich Rinderfond, weil die Soße dadurch wirklich noch mal so ein bisschen würziger wird. Sahne kommt noch mal dazu. Und Sojasauce. Salz und Pfeffer lasse ich jetzt erstmal weg. Die Sojasauce ist ja schon recht würzig und der Rinderfond, das heißt, ich probiere nachher und schmecke das Ganze dann nochmal ab. Das Ganze köchelt jetzt hier 15 Minuten, 100 Grad, Linkslauf auf der Sanftrührstufe. Und während jetzt hier gleich unsere Jägersoße köchelt, kümmere ich mich um die Spätzle. Ich habe jetzt hier welche aus dem Kühlregal genommen. Wenn du lieber frische Spätzle machen möchtest, haben wir auf jeden Fall noch mal ein Rezept für dich. Verlinken wir hier noch mal in der Beschreibung. Ich mache es mir leicht und möchte ein schnelles Mittagessen haben. Deswegen
frische Spätzle aus dem Kühlregal. Ich setze jetzt hier schon mal Wasser auf. Und sobald das Wasser köchelt, gebe ich die Spätzle dazu. Die brauchen ja auch wirklich nur so ein, zwei Minuten. Sobald die anfangen an der Oberfläche zu schwimmen, kannst du die einfach mit so einer Schöpfkelle abschöpfen. Und dann sollte auch gleich schon unsere Soße wieder fertig sein. Und oh, ich habe Hunger, ich freue mich da schon so drauf. Die Soße köchelt jetzt noch 3 Minuten, das heißt, es ist Zeit für die Spätzle. Die brauchen ja auch so 2 Minuten oder so. Und jetzt brauche ich übrigens noch mal deine Hilfe. Ich habe nämlich hier eine kleine Wette mit unserem Chef laufen. Und zwar möchte ich die 50.000 Abonnenten bis Ende des Jahres knacken. Also abonniert direkt den Kanal, sagt das weiter, weil wenn ich gewinne, muss unser Chef für die komplette Redaktion Essen ausgeben. Also sei auf jeden Fall dabei. Ich bin mir sicher, zusammen schaffen wir das, ne? Ich organisiere mir hier noch mal gerade eine Schüssel, damit ich gleich die Spätzle abschöpfen kann. Die sehen nämlich schon ganz gut aus. Und die Soße ist ja auch gleich fertig. Du kriegst auch schon Hunger, wenn du das siehst. Ich bin jetzt echt gespannt auf die Soße. Hol mir hier schon mal einen Teller. Spätzle für mich. Und dann schmecke ich gleich nochmal die Soße ab. Vielleicht muss ja noch ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Salz ran. Das sieht auf jeden Fall gut aus und das riecht gut. Oh, ist die lecker. Ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer kann ran. Aber die ist echt gut. Ein bisschen Salz noch. Wenn du das jetzt durchrührst, vergiss auf gar keinen Fall den Linkslauf. Das wäre echt ärgerlich, wenn die Champignons jetzt kaputt gehen. Einfach nur so ein paar Sekunden, damit das alles nochmal untergerührt wird. Super. Oh, sieht so gut aus, aber vor allem riecht das so gut. Das ist echt so schade, dass du das nicht riechen kannst. Könnte eigentlich eine kleine Kelle gebrauchen hier. Kann mir noch mal einer hier eine besorgen? Danke. So, mit ordentlich Champignons für mich, weil ich liebe ja Pilze. Mache ich natürlich auch noch ein bisschen hübsch hier mit Petersilie. Mein Mittagessen ist auf jeden Fall gesichert. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Ich teste das Ganze natürlich nochmal, weil es sieht so gut aus und es riecht so lecker. Und es schmeckt auch so lecker. Ich weiß, man isst nicht immer, spricht nicht mit vollem Mund, aber teste das auf jeden Fall aus. Es ist richtig, richtig gut. Und wir sehen uns natürlich beim nächsten Mal wieder. Also, macht's gut. Möchtet ihr auch noch alle was? Oh ja. Yeah. Yep.